Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute bin ich wieder für euch in The Wolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden können unter Tiefen und dann Wolfin und hier haben wir das Achievement Entdeckungen in den Wasserwerken. Dafür müssen wir Folgendes machen: findet und öffnet alle robusten Truhen, die in den Wasserwerken verborgen sind. Und ja, als allererstes müssen wir in die Wasserwerke einmal rein. Das ist einmal ein Delph oder Tiefe in den schallenden Tiefen. Auf den Koordinaten 46, 48 haben wir den Eingang. Und ihr könnt an jeglicher Schwierigkeitsstufe reingehen. Ich bin gerade halt auf 8 drin, um die, um ein bisschen Gear zu farmen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt aber an, wo die Dinger liegen. Kleine Randinformationen, die sind Account gebunden. Wenn ihr die einmal aufgemacht habt, dann sind die für alle Chars aufgemacht. Ich habe jetzt schon ein paar geöffnet. Heißt, bei denen haben wir jetzt, kann ich euch zeigen, wo die Positionen sind, aber ich kann die natürlich nicht mehr aufmachen, ne? Weil die einmal auf dem Account quasi abgehakt sind. Gut, wir sind jetzt hier auf der Map von den Wasserwerken. Die erste Kiste ist hier bei den Koordinaten 49, 24 und die ist hier hinten in der Ecke. Die habe ich auch tatsächlich schon einmal geöffnet. Ich habe jetzt für euch das schon mal kompletto gecleared, dass wir das quasi jetzt einfach nur noch angenehm ablaufen müssen. Da ist das ein bisschen besser, als wenn wir die Mobs vorher alle wegklopfen müssen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, für was das für ein Addon ist, das ist Handy Notes, beziehungsweise Handy Notes und dann The War Within. Ne, das zeigt die Kisten auch auf der Map an. Da haben wir dann auch noch ein bisschen den Vorteil. Ich hatte auch zum Teil gesehen. Ja, er hat Schätze gesehen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Hier hinten müsste nämlich noch ein Schatz sein und der ist hier unten, seht ihr? Da müssen wir einmal ins Wasser rein. Den habe ich auch noch nicht aufgemacht. Dann haben wir den. Was soll ich sagen? Ach ja, es gibt verschiedene Versionen von den Delphs und in manchen Versionen ist es tatsächlich so, dass die Schätze dann nicht da sind oder schon da sind. Also in dem hier ist es aber nicht der Fall, ne? Also da sind alle in allen Versionen da. Mit Handy Notes seht ihr tatsächlich das auch angezeigt, ob die quasi in der Version einmal am Start sind, in der ihr gerade drin seid. Gut, achso, da hatte ich die Koordinaten jetzt nicht gesagt, das ist auf 44, 38. Dann das nächste haben wir, wenn wir hier hochgehen, hier an der Seite, das habe ich auch schon aufgemacht. Das Gute ist, die Kisten sind da anscheinend sogar noch. Auf 47, 53 haben wir das nächste. Und dann müssen wir ganz zum Endboss hinterlaufen. Und dort haben wir dann einmal die letzte Kiste. Also das Achievement ist nicht sonderlich schwer. Das Einzige, was jetzt ein bisschen versteckter war, ist das eine, was quasi hier im Wasser drin ist. Und das hier müsste auch noch relativ offen liegen. Das habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Heißt, da gibt es dann auch gleich für mich einmal das Achievement. Ein Teil kommt da auch ganz lustiger Loot aus den Dingern raus. Jetzt muss ich mal gucken, was ich eben gekriegt habe. Aber, ach, das ist so ein Item, wo man sich ein paar Meter fortteleportiert. Ja, ist okay, aber bringt tut es jetzt nicht sonderlich viel. Gut, und hier haben wir das einfach hinter diesen Erdhaufen in der Ecke. Und was haben wir da jetzt gekriegt? Ich habe ein paar Barren bekommen. Oh, 200 irgendwas Gold wert. Gar nicht so schlecht. Juti, damit haben wir alle Dinge. Ich zeige es euch auch nochmal auf der Map. Also das war jetzt hier auf den Koordinaten 49, 78. Und damit haben wir jetzt alle vier robusten Truhen und sind mit dem Achievement einmal fertig. Das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela und bis dahin. Ciao.